Guten Tag. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Baureihe 644, auch genannt Talenttriebzug, von Global Bridge Entertainment fahren und bedienen können. Aktuell befinden wir uns in der Außenansicht. Von dieser aus können wir optimal die Spitzendichte des Triebfahrzeuges konfigurieren. Mit einem kurzen Tipp auf die Taste H können wir so die drei weißen Spitzendichter des Fahrzeugs aktivieren. Außerdem können wir in der Außenansicht optimal die Fahrgäste zusteigen lassen. Mit einem Klick auf die Taste T öffnen sich so die Türen des Fahrzeuges. Nach einer kurzen Wartezeit schließen sich die Türen des Triebwagens wieder automatisch. Nun können wir uns in den Führerstand begeben. Vom Führerstand aus können wir den gesamten Zug aufrüsten und bedienen. Optimalerweise starten die Züge von Global Bridge Entertainment in der aufgerüsteten Version. Wir müssen lediglich noch den Fahrtrichtungswender einstellen. Diese soll in dem Fall auf die Vorwärtsfahrt ausgewählt werden. Das kann optional mit der Taste W oder mit der Taste 2 getan werden. Der Richtungsschalter selbst befindet sich auf der linken Seite des Führerpults. Außerdem kann die Instrumentenbeleuchtung und die Innenraumbeleuchtung hier im Führerstand aktiviert werden. Dazu wird mit einem Klick auf die Taste I die Instrumentenbeleuchtung aktiviert. Auch das Licht im Führerstand können wir ganz einfach einschalten. Dazu einfach die Taste L auf der Tastatur nutzen. Nachdem sich nun die Türen des Zuges wieder geschlossen haben, wir Licht im Führerstand haben und der Zug, soweit es geht, aufgerüstet ist, können wir auch schon abfahren. Dazu benutzen wir den Leistungs- und Bremshebel, auch genannt Kombihebel. In der vorderen Position können wir somit den Triebzug beschleunigen und in der hinteren Position den Zug optimal abbremsen. In der Mitte befindet sich eine Leerlaufstellung oder Neutralstellung. Wenn wir mit dem Zug losfahren wollen, brauchen wir lediglich den Kombinationshebel in die Vorwärtsposition zu begeben. So schalten wir langsam mit den Zugleistungen auf und können auf die gewünschte Zielgeschwindigkeit beschleunigen. Das aktuelle Signalbild genehmigt uns eine Weiterfahrt mit bis zu 40 km pro Stunde. In diesem Fall beschleunigen wir auf 40 km pro Stunde und bringen dann den Kombinationshebel wieder in die Neutralposition. In der Neutralposition rollt der Zug, ohne dass Leistung aufgeschaltet wird oder Bremskraft genutzt wird. Genauso kinderleicht, wie wir mit dem Triebzug beschleunigt haben, können wir ihn auch wieder abbremsen. Das muss natürlich an Bahnsteigen geschehen, wenn wir Fahrgäste zusteigen lassen wollen. Dazu kann optional mit der Taste F3 auf der Tastatur ein entsprechendes Zusatzmenü hinzugeschaltet werden. Nächster Halt, Fahrsel, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Unser Zugbegleiter hat gerade eben den nächsten Halt durchgesagt, in diesem Fall Pfalzel. Wenn wir in Pfalzel anhalten möchten, müssen wir mit einer etwas langsameren Geschwindigkeit an den Bahnsteig ranfahren und den Zug dann punktgenau zum Stehen bringen. Bahnhöfe werden in der F3-Ansicht immer mit einer grünen Schwelle gekennzeichnet. Kurz vor dem Bahnhof beginnen wir dann mit dem Abbremsen. Dazu bewegen wir den Kombinationshebel in die Bremsstellung. Sobald der Zug mit Bremsen beginnt, müssen wir die Bremsleistung nur noch optimal dosieren. Der Bahnsteig befindet sich nun schon neben uns und wir müssen nun noch punktgenau an der H-Tafel anhalten. In der Außenansicht können wir außerdem sehen, wie sich die Türen öffnen. Vom Führerstand aus können außerdem die Trittstufen gesteuert werden. Die Trittstufen werden immer dann an den Türen genutzt, wenn der Abstand zwischen Bahnsteigkante und Fahrzeug relativ groß ist. So wird gewährleistet, dass das Einsteigen möglichst komfortabel stattfinden kann. Die Trittstufen können mit einem kurzen Klick auf den Schalter Tritte ausgelöst werden. Besonders gut kann man die Funktionsweise der Trittstufen betrachten, wenn sich die Türen gerade öffnen. Dazu reicht ein einfacher Blick auf die unterste Schwelle der Tür. Damit wären die grundlegenden Funktionen der Baureihe 644, auch genannt Talent, erklärt. Optional können sich die Profis auch noch mit der Tastenkombination Steuerung und 6 die sogenannte SIFA hinzuschalten oder mit der Tastenkombination Steuerung und 7 die PZB.
Wir empfehlen das Fahren mit PZB und SIFA nur dann, wenn Sie die komplette Funktionsweise dieser Systeme verstehen. Abgesehen von den Sicherungssystemen dieses Fahrzeugs bietet es außerdem auch noch andere Funktionen. So wären unter anderem noch das Horn zu nennen, welches mit der Taste B aktivierbar ist. Das Horn kann genutzt werden, um an entsprechenden Bahnübergängen das Herannahen des Zuges anzukündigen oder aber auch in Gefahrensituationen. Für Gefahrensituationen ebenfalls ist auch der sogenannte Sander gut. Mit dem Sander können wir entsprechend Sand vor die Räder streuen, sodass sich die Reibungseigenschaften zwischen Rad und Schiene verbessern. Ein weiteres wichtiges Element dieses Fahrzeugs ist die sogenannte Federspeicherbremse. Eine Federspeicherbremse ist nahezu gleichzusetzen mit einer Handbremse im Auto, zumindest was die grundlegende Funktion angeht. Die Federspeicherbremse ist dazu gedacht, um den Zug über längere Zeit an Ort und Stelle zu halten. Diese wird zum Beispiel genutzt, wenn der Zug abgestellt wurde oder über längere Zeit einfach nicht bewegt werden soll. Die Federspeicherbremse ist immer dann aktiviert, wenn der rote Leuchtmelder oben rechts im Führerpult aktiv leuchtet. Die Federspeicherbremse kann deaktiviert werden mit einem einfachen Klick auf den roten Leuchtknopf. Wenn der grüne Leuchtmelder leuchtet, ist die Federspeicherbremse gelöst. Außerdem ist es bei Schlechtwettersituationen von Vorteil, den Scheibenwischer des Fahrzeugs zu nutzen. Diese kann ganz einfach mit der Taste V aktiviert werden. Genauso leicht wie man ihn aktivieren kann, kann man ihn natürlich auch deaktivieren. Ein weiterer Klick auf die Taste V der Tastatur reicht aus, um den Scheibenwischer wieder zu deaktivieren.